Kirsten Hahn möchte ihren Mann als vermisst melden. Die 44-Jährige hat auch schon eine Vermutung, wer hinter dem Verschwinden ihres Gatten stecken könnte. Denn der Gynäkologe wurde vor einer Woche vor seiner Praxis von einem Unbekannten attackiert. Sehen Sie, das war doch eindeutig ein Überfall. Und wenn dieser Typ meinen Mann jetzt nochmal angegriffen hat und hat ihn vielleicht entführt? Ist das ein Überwachungsvideo offensichtlich? Ja, das ist vor der Praxis von meinem Mann ist das entstanden, das Video. Vor einer Woche sagten Sie, ja? Richtig? Genau. Ich bin ja gestern von meinem Wellnesswochenende nach Hause gekommen und er war nicht zu Hause. Und ich habe mir die ganze Nacht solche Sorgen gemacht, weil ich ihn auf seinem Handy überhaupt nicht erreichen konnte. Ich hatte auch die Sprechstunde habe ich angerufen von meinem Mann. Also mein Mann ist Gynäkologe. Mhm. Und sie hat ihn aber auch gar nicht gesehen, auch das ganze Wochenende nicht. Aber sie hat mir dieses Video gegeben. Ist ja schon ungewöhnlich, dass Sie überhaupt mit der Sprechstundenhilfe gesprochen haben, weil am Wochenende hat eine Praxis ja gar nicht auf. Es ist einfach so, die Praxis von meinem Mann läuft sehr, sehr gut. Und deswegen hat er jetzt jeden zweiten Samstag für berufstätige Frauen die Praxis aufgemacht. Und die Sprechstundenhilfe, also die Mareike, hat mir gesagt, dass es spontan einfach abgesagt hat, die Sprechstunde. Und vielleicht ist es ja, dass es irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun hat. Mhm. Ist denn irgendwas aufgefallen in letzter Zeit? Dass jemand sich ungewöhnlich verhalten hat? Vielleicht hatte der ja auch Sorge, wenn er da bedroht wurde, vielleicht hat irgendwas verheimlicht. Mein Mann war ja ein bisschen komisch in letzter Zeit, so ungefähr ja, so 2 Wochen, würde ich sagen. Er hat so oft sein Handy in der Hand gehabt. Ich wusste auch nicht, wer an der anderen Seite war. Und er wirkte auch komplett unruhig. Hm. Und daraufhin habe ich natürlich auch angesprochen, weil ich das von ihm so nicht kenne. Und da hat er zu mir gesagt, es wäre einfach nur Arbeitsstress. Können Sie uns das Video und ein aktuelles Foto Ihres Mannes, haben Sie eins dabei vielleicht? Ja, habe ich. Also da ist es von meinem Mann. Super. Können Sie uns das per E-Mail schicken? Ja, mache ich mit dem Video zusammen, auf jeden Fall. Gut, ich schlag vor, wir werden erstmal alle Krankenhäuser abtelefonieren. Vielleicht ist der Mann da irgendwo, was wir nicht hoffen. Und dann sollten wir noch eine Streife zur Arztpraxis schicken, damit da die Ermittlungen aufgenommen werden können. Vielleicht gibt es da in der Praxis Hinweise. Frau Hahn wirkte auf mich sehr besorgt. Auch im Vorfeld des Verschwindens hat sie Verhaltensänderungen festgestellt bei ihrem Mann. Er war öfter an seinem Handy, hat unbekannte Anrufe bekommen. Ja, es mag sein, dass er vielleicht viel Stress hatte, was er ihr gesagt hat. Aber das Video ist halt schon alarmierend und ich kann verstehen, dass Frau Hahn jetzt sehr besorgt ist. Als Michael Smolik und Can Yildiz wenig später an der Praxis des vermissten Gynäkologen eintreffen, sind sie dort nicht allein. Hallo, bleiben Sie mal stehen! Mein Gott, immer diese gleich. Was ist denn mit Ihnen, hä? Warum hauen Sie denn ab? Ja, ich muss den Bus kriegen. Ach, Sie müssen den Bus kriegen? Ja. Wenn die Polizei mit Ihnen spricht und sagt, dass Sie stehen bleiben sollen, dann hauen Sie einfach ab, oder was? Hab ich jetzt nicht gehört. Wer sind Sie? Irgendjemand, der hier rumläuft. Irgendjemand? Ja. Vielleicht wäre mir auch noch. Haben Sie Personalausweis dabei? Nichts dabei, nichts für Sie. Nichts dabei? Ja, dann durchsuchen wir Sie jetzt einmal. Einen Moment. Die Beamten hatten zuvor auf der Wache das Überwachungsvideo gesichtet. Dabei ist ihnen bei dem Angreifer ein wichtiges Detail aufgefallen. Schuhe? Wo hab ich die schon mal gesehen? Sind das nicht die Schuhe von unserem Angreifer oder von demjenigen, der unserem Arzt hier gedroht hat? Von dem Überwachungsvideo, ne? Mhm. Tobias Hahn, kennen Sie den? Ich kenne keine Hähne außer auf dem Hühnerstall. Okay. Haben Sie Clown gefrühstückt oder was? Tobias Hahn wurde bedroht. Ja? Und Sie passen genau auf die Statur, die Schuhe passt komischerweise. Jetzt erzählen Sie mal, haben Sie was damit zu tun oder nicht? Ja gut, ich hab was damit zu tun. Der Typ macht sich an meine Tochter ran. Die ist gerade mal 18 Jahre alt. Der Sack ist wahrscheinlich schon Ende 40, was weiß ich was. Und ich muss auf meine Tochter aufpassen, ganz einfach. Und deswegen habe ich dem mal gesagt, was hier los ist. Und wenn er sich weiter an meine Tochter ranmacht, dass der meine geschmiert kriegt, der Affe. Und was genau ist da mit Ihrer Tochter? Ja, der hat eine Affäre mit meiner Tochter. Meine Tochter ist schon seit ein paar Wochen komisch. Ich bin ja mal hier hingefolgt und habe gesehen, dass sie dann abends hier aus der Praxis rauskam und den auch umarmt. Die hat was mit dem, garantiert. Ich verstehe Sie schon als Vater, dass Sie sich da aufregen, weil auch ganz ehrlich, ein Arzt, der so ähnlich mit seiner Patientin dann ist, habe ich auch noch nie gesehen. Nur für Sie, der Gynäkologe wird hier gerade vermisst. Ist Ihnen das bewusst? Wie vermisst? Ist er mit meiner Tochter schon an Nizza gekurft oder was? Das versuchen wir herauszufinden, aber wenn er ihn hier abpassen wollte, dann weiß er ja nicht, dass er verschwunden ist. Stimmt. Vor allen Dingen habe ich meine Tochter hier gesucht, weil die ist seit Freitag weg und ich gehe davon aus, dass sie hier bei dem feinen Herrn Weißkittel hier rumlungert. Okay, Herr Lautenschläger, dann nehmen wir Sie jetzt mal mit auf die Wache für weitere Befragungen. Alles klar? Ja, okay. Gut. Kann ich das wieder haben?
Das kriegen Sie gleich von uns wieder. Einmal vor, bitte. Vorne zum Streifenwagen. Ich nehme das Portemonnaie erstmal an mich. Für Sicherheit, für unsere Sicherheit. Dass Sie auch nicht abhauen. Papa, was soll das? Was geht hier an? Okay. Was macht die Polizei hier? Bist du die Tochter? Okay, cool. An dich hätten wir auch noch mal ein, zwei Fragen. Wo warst du das ganze Wochenende? Ich schicke dir seit Freitag Nachrichten. Ist echt völlig bescheuert. Wie ist dein Name? Marie Laubenschläger. Marie. Okay. Wusstest du, dass dein Vater hier ist? Ja, er hat mich das ganze Wochenende mit SMS voll bombardiert, wo ich sei. Hat mir jetzt noch geschrieben, dass er zur Praxis kommt und den Tobias zusammenschlägt und randalieren will. Und deswegen bin ich jetzt hier. Klingt für mich doch wie eine Drohung. Ich schlag keine. Nee. Affen. Der Typ ist 100. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Der Vater Lautenschläger und auch seine Tochter werden mit zur Wache gebracht, beziehungsweise sie werden dort selbstständig hinkommen für weitere Befragungen. Des Weiteren werden wir unsere Kollegen noch mal hier vor Ort hinschicken, damit sie die Arzthelferin befragen können zum Verbleib unseres Doktors. Die Befragung der 18-jährigen Marie Lautenschläger soll die Ermittlungen allerdings nicht vorantreiben, sondern nur neue Fragen aufwerfen. Waren Sie jetzt am Wochenende mit dem Tobias zusammen oder nicht? Ja gut, wir haben eine Affäre, aber ich war nicht mit ihm zusammen dieses Wochenende. Oh Gott. Wissen Sie denn, wo er ist? Nein. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, brauchen wir nicht. Aber mich würde interessieren, wie Sie den Herrn Hahn kennengelernt haben. Vielleicht sind Sie eine Patientin? Nee. Ich war mit meinen Mädels unterwegs und dann hat er mich halt angemacht. Also die Aussagen von der kleinen Marie, die tue ich hier generell insgesamt mal in Frage stellen. Ich meine, als 18-jähriges Mädel so gegenüber dem Vater eine Affäre zuzugeben und überhaupt nicht besorgt zu sein, dass der Geliebte verschwunden ist, das weiß ich nicht, ob man das so rüberbringen würde vor der Polizei. Gut, vielleicht erzählt sie uns aber auch die Wahrheit und ist einfach genervt, dass sie bei der Polizei Rede und Antwort stehen muss und auch noch gegenüber von ihrem Vater. Vielleicht will sie sich auch einfach von ihrem Elternhaus lösen und einfach nicht mitwirken. Und ja, vielleicht ist sie auch einfach nicht so emotional und die Geschichte stimmt trotzdem. Ich habe mich so beeilt. Wissen Sie, wo mein Mann Tobias ist? Wissen Sie das? Nee, leider haben wir noch keine Informationen darüber, Frau Hahn. Okay. Aber komm. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Herr Lautenschläger, wir melden uns bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Macht's auch nicht. Wer war das? Nehmen Sie doch erstmal Platz, Frau Hahn. Okay. Das war übrigens der Mann, den Sie auch auf dem Video gesehen haben, der so eine kleine Auseinandersetzung mit Ihrem Ehemann hatte. Okay. Und er hat die Vermutung, dass seine Tochter, übrigens die junge Frau, die dabei war, ein Verhältnis mit ihrem Mann hat. Können Sie sich sowas vorstellen? Nein, sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Mein Mann ist kein Typ, der Affären hat. Der liebt mich über alles. Er ist zwar im Moment ein bisschen komisch gewesen, aber nein, nein. Definitiv, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Okay, aber kennen Sie die junge Frau von irgendwoher? Ja, ich habe sie gesehen gehabt, vor der Arztpraxis. Aber ich habe gedacht gehabt, sie wäre eine Patientin. Aber ich kann gerne, wenn Sie möchten, die Mareike fragen, die Sprechstundenhilfe, ob sie was weiß. Leider fällt das unter die ärztliche Schweigepflicht. Also wir werden da keine Hinweise oder Ergebnisse bekommen. Außerdem hat die Frau Lautenschläger gesagt, dass sie keine Patientin ist. Ja, von mir aus können Sie dann auch erstmal gehen. Wir haben erstmal keine weiteren Hinweise. Ich möchte nicht ausschließen, dass der Herr Hahn hier eine Affäre hat mit der Frau Lautenschläger. Aber ja, solange ich ihn nicht befragen kann, kann ich dazu auch keine definitive Antwort geben. Also definitiv wird es nicht die erste Frau sein, die mit völliger Überzeugung daneben liegt, dass der Ehemann eine Affäre hat oder nicht. Hältst du es für möglich, dass uns die Frau Lautenschläger vielleicht angelogen hat? Vielleicht ist sie ja doch eine Patientin. Ja, aber auch selbst wenn sie eine Patientin wäre, ich meine, wieso umarmen sie sich zum Abschied mit unserem vermissten Doktor? Sowas macht man doch als Arzt doch nicht. Also ich kenne das nicht. Ja, ich jetzt auch nicht, aber sie ist sehr jung. Ja, wer weiß, welche Diagnose der Herr Hahn ihr übermittelt hat. Vielleicht ist irgendwas Schlimmes und er wollte sie einfach nur trösten. Ja, aber auch selbst dann macht man sowas als Arzt nicht. Vielleicht hat es auch gar nicht mit der Frau Lautenschläger zu tun, sondern doch mit dem Vater. Immerhin ist er sehr cholerisch. Er ist dem Herrn Hahn aufgelauert. Und das ist vielleicht alles nur Ablenkungstaktik und er hat doch etwas mit dem Verschwinden zu tun. Ja, das könnte gut möglich sein. Entschuldigung. Ja, ich höre.
Über die Leitstelle ging ein Notruf ein. Vor der Praxis des vermissten Herrn Hahn ist ein Randalierer aufgetaucht. Und jetzt werden die Kollegen schnellstmöglich dorthin fahren. Und ich bin gespannt, wen wir dort erwarten. Den Vater der 18-jährigen Marie mit Sicherheit nicht. Das wäre zeitlich unmöglich. Der Vermisste scheint offensichtlich nicht nur einen Feind zu haben. Schalten Sie sich dazu, sagt, wenn die Polizei sagt, Sie sollen weggehen, runterfahren. Die Polizei ist da und Sie haben jetzt Sendepause. Stehen bleiben. Mann. Frau Seiler, was passiert? Alles okay bei Ihnen? Ja, danke, dass Sie so schnell gekommen sind wieder. Sie haben Sendepause. Ich weiß nicht, dieser Mann, der war einfach hier drin. Ich habe nur ein paar Akten sortiert. Und dann ist der Mann einfach hereingekommen und hat alles durcheinander gebracht da drin. Was würden Sie denn machen? Hallo? Bei mir stand ein Mädchen vor der Tür und sie sagt, hallo, ich bin hier deine Tochter. Ja, ich glaube, ich spinne. Ich habe versucht, ihr die ganze Zeit anzurufen. Ich bin abgeblockt worden. Keiner wollte mit mir reden. Deswegen bin ich hier hingekommen. Was gibt Ihnen jetzt das Recht zu glauben, dass der Doktor irgendetwas mit der ganzen Sache zu tun hätte? Die Sache ist die, ich hatte ja vor 18 Jahren eine Samenspende gemacht. Und ein paar Tage später aber das Ganze zurückgerufen. Und für mich hat sich die Sache eigentlich erledigt. Ja, und dann 18, 19 Jahre später steht ein Mädchen vor der Tür. Ja, da ging ich mal davon aus, dass der Doktor meine Samenspende weitergeleitet hat. Obwohl ich das Ganze zurückgerufen habe. Wiedergerufen habe, so, ne? Okay, hat Ihnen das Mädchen gesagt, dass Dr. Hahn Sie als leiblichen Vater genannt hat? Ja, da sagte sie zu mir, dass der Doktor das ihr gesagt hat. Dass sie meine Tochter wäre. Okay, gut. Und da wollten Sie jetzt nachfragen? Ganz genau. Auf diese Art und Weise, ja? Ich wollte das Ganze mal klären. Wie sah denn die junge Dame aus? Dunkle braune Haare, blaue Augen und vielleicht mal so 55, 60 Kilo. Mehr weiß ich nicht. Nee, die Körpergröße und so, egal. Aber mir fällt da auch schon gerade irgendwie jemand ein. Ich kläre das einmal ganz kurz über die Leitstelle. Okay. Frau Seiler, wussten Sie, dass Dr. Hahn als Reproduktionsmediziner tätig war? Nein, das wusste ich nicht. Also ich arbeite in seiner Praxis schon seitdem die eröffnet wurde. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat. Ich meine, das passt zu seinem Fachgebiet, aber das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen. Okay. Verstehe. Ich habe schon direkt was bekommen, auch nochmal für dich, Mann. Das ist das Foto von ihr. Handelt es sich dabei um diese junge Dame? Jo, ganz genau, das ist das Mädchen, was bei mir vor der Tür stand. Bis dato sieht es für uns so aus. Wir haben einen verschwundenen Arzt und wir haben drei verdächtige Personen. Einmal Herr Lautenschläger, dann einmal seine Tochter Frau Lautenschläger. Des Weiteren haben wir aber noch eine aufgebrachte Person, dessen Sperma anscheinend benutzt wurde ohne seine Einverständnis. Das heißt, wir müssen jetzt in alle Richtungen ermitteln. Nach den neuesten Vorkommnissen sind sich die Beamten fast sicher, dass Marie zumindest indirekt etwas mit dem Verschwinden von Dr. Tobias Hahn zu tun hat. Sie haben doch schon alles. Was wollen Sie denn jetzt noch von mir? Setzen Sie sich doch bitte. Ja. Die Frage ist, ob Sie uns die komplette Wahrheit gesagt haben. Schauen Sie mal. Kennen Sie den Mann? Oliver Dorn? Er hat uns nämlich mitgeteilt, Sie waren nämlich da gewesen, weil Sie vermuten, dass es sich um Ihren Vater handelt. Waren Sie bei ihm? Ja, und dann dachte ich halt, dass er mein leiblicher Vater ist. Okay, wie kamen Sie denn überhaupt drauf, dass Ihr Vater nicht Ihr leiblicher Vater ist? Im Biounterricht hatten wir Blutgruppen und da habe ich herausgefunden, dass die Blutgruppe meines Vaters nicht zu der meiner passt. Und dann habe ich meine Mutter darauf angesprochen und sie wollte damals unbedingt ein Baby haben. Es hat aber nicht funktioniert. Und dann ist sie halt in die Kinderwunschklinik. Und in der Kinderwunschklinik war der Dr. Hahn, der behandelnde Arzt, oder was? Wie kamen Sie jetzt auf Dr. Hahn? Ja, ich habe keine Affäre mit ihm richtig, er war der Arzt dort damals. So, dann waren Sie bei Dr. Hahn und der hat Ihnen gesagt, dass Herr Dorn, Oliver Dorn, Ihr Vater ist Ihr Leiblicher, richtig? Richtig, das hat er mir erzählt. Und Ihr Vater, der Marco, weiß etwas von dieser ganzen Geschichte? Der weiß nichts davon und der muss auch davon gar nichts wissen. Ja, und wie hat Herr Dorn reagiert, als Sie gesagt haben, hallo, ich bin dein Kind? Der hat das abgestritten. Aber wenn der Herr Dorn alles abgestritten hat, dass er nicht Ihr Vater ist, sind Sie ja noch mal zum Herrn Hahn
um dann nochmal Informationen zu erlangen? Ja, und er wollte es mir erklären, aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Also ich weiß von nichts. Sie wissen nicht, nein, wo? Nein, mehr weiß ich nicht. Er ist. Nein. Gut, dann sind Sie mal wieder entlassen. Wir haben ja immer noch Ihre Kontaktdaten. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao. Sag mal, ich werd aus der Kleinen nicht schlau. Die lügt doch von vorne bis hinten. Sie erzählt uns jedes Mal was anders. Erst ist der Hahn ihre Affäre, jetzt der Arzt ihrer Mutter. Was denn jetzt? Also ich finde, wir sollen uns einen Beschluss holen für eine Observation und dann mal schauen, welche Erkenntnisse wir erlangen, wenn wir sie observieren. Also Marie. Genau. Ja, in diesem Fall müssen wir in alle Richtungen ermitteln. Verdächtig kann immer noch die Marie Lautenschläger sein, weil sie einfach die Informationen aus Herrn Hahn rauspressen möchte. Vielleicht ist auch unser Täter der Herr Dorn, weil er erfahren hat, dass seine Samenspende eventuell doch verwendet wurde. Und vielleicht gibt es auch andere Samenspender, die ihre Samenspende widerrufen haben oder die Einwilligung widerrufen haben, aber die Spende trotzdem verwendet wurde. Und ja, wir haben dann halt ganz viele Tatverdächtige. Michael Smolik und Can Yildiz wollen noch einmal mit Kirsten Hahn sprechen und haben sich mit ihr in der Praxis ihres Mannes verabredet. Der Herr Dorn hat hier ganz schön rumgewütet. Ich habe die Mareike ins Sprechstundenhilfe auch erstmal nach Hause geschickt. Die war mit den Nerven völlig am Ende. Nach der Attacke von den Herrn Dorn, das war Wahnsinn. Hat Ihr Mann denn Ihnen mal erzählt, dass er vor der Eröffnung der Praxis als Reproduktionsmediziner gearbeitet hat? Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Aber als ich mit Tobias zusammengekommen bin, da hat er die Praxis ja auch schon gehabt. Und danach hat er nie was davon erwähnt. Vielleicht ist es ja einfach so, weil wir wollten auch immer Kinder haben. Und das hat einfach nicht geklappt. Und vielleicht wollte er einfach kein Salz in die Wunde schütten, weil er anderen Frauen helfen konnte. Nur, was soll das denn mit seinem Verschwinden zu tun haben? Wir wollen Ihnen nicht zu nahe treten, aber mich interessiert, warum Sie keine Kinder kriegen konnten. Ja, ich bin unfruchtbar. Das tut uns leid. Ich habe hier einen Umschlag gefunden und da konnte ich mir keinen Reim drauf machen. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht von irgendeiner Patientin. Wo haben Sie den Umschlag gefunden? In Tobias' Kiste. Ich wollte hier bei der ganzen Unruhe, das draußen passiert ist vor der Praxis und hier drin, das einfach mal mit nach Hause nehmen und da dann nachschauen. Darf ich mal sehen? Nur für Sie, da wir Gefahr im Verzug haben, werden wir jetzt auch einmal das Briefgeheimnis lüften müssen. Okay. Auf jeden Fall, dieser Umschlag ist ja schon geöffnet, da haben Sie da reingeschaut mit den Kindern. Genau. Ja, guck mal, hier, das sind Kinderfotos. Mhm. Na gut, also kennen Sie auch nicht das Kind, also sagt ihr nichts? Nein, sagt mir überhaupt nichts. Nee. Okay, der Brief, Moment. Oh, ja, der Brief ist an Marie adressiert. Komisch ist, er ist frankiert, Briefmarke ist drauf, aber kein Stempel. Also das heißt, er wurde nicht abgeschickt. Ich lese mal vor, ja? Liebe Marie, herzlichen Glückwunsch zu deinem 18. Geburtstag. Du kennst mich nicht und du wunderst dich bestimmt, warum ich... ein Fremder, der einen Brief schreibt. Aber es gibt ein Geheimnis, das ich nicht länger für mich behalten kann. Ich hoffe, du verurteilst mich nicht, dass ich so lange geschwiegen habe. Deine Mutter kam damals zu mir mit einem verzweifelten Kinderwunsch in die Praxis, die ich gerade eröffnet hatte. Ich wollte den Herzenswunsch deiner Mutter gerne erfüllen. Da wir damals aber nicht genug Samenspender hatten, habe ich damals das einfach selbst gespendet. Auch wenn es für dich unglaublich sein muss, ich bin dein leiblicher Vater. Es tut mir wirklich leid, dass ich all die Jahre nicht da war. Mit diesem Brief möchte ich mich bei dir dafür entschuldigen, dir viel zu spät die Wahrheit gesagt zu haben. Aber ich konnte sie nicht länger für mich behalten. Wenn du mich trotz all meinen Versäumnissen kennenlernen möchtest, ich bin sehr gerne dazu bereit und würde mich sehr darüber freuen. Tobias, das ist eine harte Nummer. Das heißt also, dass Tobias tatsächlich der leibliche Vater von Marie ist. Die Vermisstenfahnder vermuten, dass Maries Mutter dem Arzt die Kinderbilder geschickt hat. Aus Dankbarkeit, dass es endlich mit der Schwangerschaft geklappt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Frau Hahn ein Riesenschock sein muss, von uns zu erfahren, dass ihr Mann höchstwahrscheinlich eine Tochter hat. Vor allem ist das harter Tobak, wenn man selbst wie Frau Hahn nicht Kinder kriegen kann. Nur noch mal kurze Frage an Sie, Frau Hahn. Und Sie wussten von der ganzen Sache gar nichts? Nein, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum er mir nicht die Wahrheit gesagt hat. Also das ist Wahnsinn, also das jetzt so zu erfahren. Ich vermute mal einfach, dass Ihr Ehemann Sie vielleicht nicht verletzen wollte, weil Sie auch gerade sagten, Sie können selbst nicht schwanger werden. Ja. Hat er Sie wahrscheinlich schützen wollen. In diesem Fall gibt es unglaublich viele Theorien, warum Dr. Hahn verschwunden sein könnte. Es könnte der Herr Lautenschläger sein, weil er nicht will, dass seine Tochter mit ihm verkehrt. Es könnte aber auch seine leibliche Tochter sein, die sich einfach an ihn rächen wollte, weil er ihr Leben lang verschwiegen hat, dass er der leibliche Vater ist. Oder Herr Dorn hatte mit der ganzen Sache etwas zu tun. Wir haben ja heute auch mitbekommen, wie er wirklich lautstark vor der Praxis randaliert hat.
Es kann aber halt auch gut möglich sein, dass Herr Hahn irgendwie kalte Füße bekommen hat, ihm alles zu viel wurde und einfach abgehauen ist. Also ich würde am liebsten mal die Kollegen anrufen und dass die mal die Marie und den Marco beschatten. Okay, sehr gut. Ja, machen wir so. Das andere Fahnderteam ist der 18-jährigen Marie unbemerkt bis zu einem Hotel gefolgt. Marco Lautenschläger ebenfalls. Der Anlagenmechaniker hat seine Tochter nicht mehr aus den Augen gelassen. Komm, hörst du das? Die Polizei, Sie haben es verstanden. Herr Hahn hat keine Affäre mit Ihrer Tochter. Wir haben die Briefe gefunden, die Kollegen, die Sie nie abgeschickt haben und auch die Kinderfotos. Herr Hahn ist der leibliche Vater Ihrer Tochter. Das sind nicht Sie. Was? Aber Papa, egal was ist, du hast mich aufgezogen und du bist und bleibst mein Papa. Herr Hahn, warum haben Sie das alles jetzt gemacht? Also, wussten Sie nicht, wie Sie das Ihrer Frau erzählen sollten? Sie ist ja Krankenvorsorge. Ja, natürlich nicht. Ich bin seit 18 Jahren lebe ich mit diesem Geheimnis. Und natürlich tue ich mich da nicht so wahnsinnig leicht damit, das jetzt mal anzuerkennen. Das Mädchen steht vor meiner Tür, ist meine Tochter. Ja. Und auf einmal ist alles anders. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Wie soll ich das irgendjemandem erklären? Tobias Hahn hatte Marie schon vor ein paar Tagen gesagt, dass nicht Oliver Dorn, sondern er ihr leiblicher Vater ist. Im Hotel wollte der 45-Jährige in Ruhe darüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, das war einfach, ich war überfordert. Was soll ich denn machen? Müsste Sie trotzdem jetzt noch bitten, ich glaube nicht, dass wir Sie hier alleine lassen können. Dass Sie uns mit uns das hier verlassen und Sie sollten das schnellstmöglich da sich bei Ihrer Frau melden. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen, haben Sie völlig recht. Papa, ich hab dich lieb und du bist und bleibst mein Papa. Du hast mich aufgezogen. Für die vermissten Fahnder war es einer ihrer emotionalsten Fälle. Sie hoffen, dass die beiden Familien einen Weg finden werden, das Geschehene zu verarbeiten, einander die Lügen zu verzeihen und weiterhin zusammenzuhalten.